Mein Name ist Cem Felek, Ex-Profi-Fußballer, Gründer von Dunya Athletik und heute erzähle ich euch meine Geschichte, Dunya the Movie. Alles begann bei meinem Jugendverein SC Viktoria Griesheim, wo es mir gelang, in 7 Jahren 1185 Tore zu erzielen und somit als Hessens bester Torschütze gekrönt zu werden. Ohne die Unterstützung von meiner Familie wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen, weil meine Familie hat in allen Bereichen alles gemacht, um mich wirklich in meiner Karriere als Fußballer zu unterstützen. Und es hat schon als Kind angefangen. Meine Mutter hat alle Spiele aufgenommen, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Und mein Vater war für mich mein Mentor, mein Trainer, mein bester Freund. Und durch ihn konnte ich so viel lernen, weil er auch Taekwondo-Meister war. Und ihnen habe ich alles zu verdanken. Diese Aufnahmen und die Unterstützung von meiner Familie war deswegen so wichtig, weil ich dadurch mit diesen 10 eine Medienpräsenz aufbauen konnte, schon in jungen Jahren, wo Top-Vereine so wie Juventus, FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Barcelona auf mich aufmerksam wurden. Kleiner Junge in einem Dorf in Griesheim. Wer hätte das gedacht? Mein größtes Idol im Fußball ist ganz klar Ronaldinho. Und deswegen war das Angebot von Barcelona nochmal ein Stück weit besonderer als die anderen Top-Clubs. Und ich habe mich natürlich darauf gefreut, nach Barcelona zu wechseln, in die Akademie. Vielleicht spiele ich ja irgendwann mit Ronaldinho. Das war so mein Gedanke als Kind. Aber, so wie bei jeder Fairytale-Geschichte, sollte es doch nicht so kommen. Und der Traum, nach Barcelona zu reisen, ist einfach geplatzt. Warum? Weil ich damals als minderjähriges Kind nicht alleine nach Barcelona in die Akademie wechseln durfte, sondern ein Familienmitglied musste mitkommen. Und in dieser Zeit hat mein Vater Insolvenz angemeldet und seine große Firma, die er aufgebaut hatte, verloren. Das hat uns natürlich privat extrem getroffen als Familie. Und ich erinnere mich, um euch so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie schlimm das war, als ich von der Schule zurückkam und versucht habe, das Licht anzumachen. Das ging nicht. Und meine Mutter saß im Wohnzimmer und ich war sauer als Kind. Ich habe gesagt, Mama, warum geht das Licht nicht? Warum ist es kaputt? Was soll das? Und ich gucke nur meine Mutter an und sie hat einfach Tränen in den Augen, guckt mich einfach so mit so einem ganz roten Gesicht an und weiß gar nicht, was sie sagen soll. Sorry. Alle. Alles gut, Bruder. Das ist dieser Dunya the Movie dabei. Okay, da ist nicht mehr so viel Schauspiel dabei. Okay, das muss anscheinend sein. Goddamn. Auf jeden Fall. Ja, ich habe in dieser Sekunde ist etwas passiert in mir, wo ich Verantwortung dort extrem übernommen habe. Extrem. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der leidet. Jemand, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich, ich habe so eine Kerze genommen, habe sie angemacht, bin dann zu meiner Mutter, habe sie in den Arm genommen. Dann habe ich, wir hatten so ein Fenster vor uns, direkt am Balkon. Und wir haben einfach rausgeguckt zusammen. Und ich habe ihr einfach gesagt, alles gut, Mama, mach dir keine Sorgen. Wir haben vielleicht nicht so einen großen Kühlschrank, das Licht ist nicht an, aber ich werde dir das Schönste von allem kaufen. Die schönste Küche, den schönsten Kühlschrank. Wir werden immer Licht haben und ich bin dein neues Licht. Und seitdem sagt meine Mutter immer zu mir, sei meine Mumischirmse. Okay, das wird auf jeden Fall, Leute, was. Doch das Leben geht weiter und die Angebote von den Top-Vereinen aus Deutschland waren ja immer noch auf dem Tisch. Und jetzt war die große Frage, Bayern oder Eintracht? Und da fiel es mir natürlich sehr einfach, weil wenn ich kein Katalane sein kann, dann natürlich ein Adler. Bei Eintracht Frankfurt 5 Jahre zu unterschreiben, natürlich war das für mich eine Ehre. Und ich konnte den Adler auf meiner Brust und mittlerweile auch auf meiner Schulter tragen. Bei der Eintracht war es am Anfang perfekt. Am Anfang. Weil ich dort die Nummer 10 bekommen habe. Der Trainer hat mich persönlich von zu Hause abgeholt, 60 Kilometer hin und zurück gefahren. Und 5 Jahre bei Eintracht zu unterschreiben, hat natürlich meine Jugendzeit auch für mich gesichert. Und das war perfekt, weil ich dort
die beste Ausbildung bekommen konnte, die ich je bekommen kann in Deutschland. Und so war natürlich wieder mein Traum, der beste Fußballer zu werden, zum Greifen nah. Weil ich wollte einfach nur der Beste werden, vielleicht so wie ein Ronaldinho. Das war das Ziel. Mir war es egal, Geld, Ruhm, alles war mir egal. Einfach nur mein Handwerk, Fußball zu spielen, so gut wie möglich ausüben, damit ich der beste Fußballer werde. Das war mein Traum. Das heißt, wir haben mit der Familie einfach genauso weitergemacht, wo wir aufgehört hatten. Und zwar Medienpräsenz aufbauen, dass ich weiter trainiere, mit meinem Vater extra trainiere, dass wir die Szenen aufnehmen, damit wir das analysieren können. Das war unser Ziel. Wir haben als Familie gemeinsam an diesem Traum festgehalten. Mein Traum, einfach der Beste zu werden im Fußball. Aber ich konnte das natürlich als Kind nicht mit einberechnen, dass es beim Vorstand und im Verein überhaupt nicht gut ankommt. Überhaupt nicht. Ich war als Kind auch extrem intuitiv und ich konnte spüren, wenn jemand einfach keine reinen Absichten hatte oder irgendwas in seinem Herzen hatte gegenüber mir. Ich konnte das direkt spüren und ich habe dann diese komischen Blicke schon direkt gesehen und erahnt, dass da irgendwas faul ist. Ich konnte es nicht in Worte fassen als Kind, aber ich habe irgendwie gesehen, dass da was nicht so passt. Ein 13-Jähriger, schon ein Angebot von Barca, Juve, Bayern, kommt da mit 1200 Toren angetanzt und spielt beim NLZ und war bei den türkischen Medien überall präsent. Weiß nicht, ob das bei jedem so gut ankam. Heute, ja, ist was anderes. Aber damals war es nicht normal. Ich war einer der wenigen, der diesen Hype hatte. Und der war auch zu Recht. Aber ob es gut war für mich als Kind? Vielleicht ja, vielleicht nein. Natürlich hat sich das bestätigt, weil meine Mannschaftskameraden, die waren ja auch noch alle kleine Kinder, haben dann angefangen, so ein bisschen zu tuscheln und hin und her zu reden. Und ich war immer so ein bisschen ausgegrenzt. Das ging dann natürlich weiter mit den Eltern und die Blicke. Und das war einfach nicht schön gesehen, wenn man dann sieht, bestimmt, oh, mein Kind ist vielleicht nicht ein Superstar schon mit 13. Und da kann das schon vorkommen, dass Neid, Eifersucht eine große Rolle spielt. Aber als Kind trifft es halt natürlich ein und du weißt, kannst es nicht einordnen, warum das so ist. Und dann in einem Turnier, ich erinnere mich, wo mein U13-Trainer, wo ich 13 Jahre alt war, mich komplett in der Halle fertig gemacht hat und gesagt hat, Jam, wenn du nicht so spielst, wie ich will, dann hole ich dich sofort raus. Du bist kein Superstar. Was denkst du, wer du bist? Du bist noch niemand. Und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein überlege, kann ich mir gut vorstellen, was er da damit bezwecken wollte. Und vielleicht war das einfach eine Message gegenüber jedem, dass ich keine Extrawurst bin. Aber ob das richtig war, pädagogisch, dass man so mit einem 13-Jährigen umgeht, weiß ich nicht. Das hat mich mit 13 Jahren komplett traumatisiert. Ich war wie eingeschränkt, ich konnte gar nicht mehr laufen. Auf einmal Cem Felek, dieser kleine Junge, der komplett zaubert, 1000 Tore schießt, kann nicht mal den Ball führen. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Aber ich hatte so eine Angst, dass ich was falsch mache und dass ich nicht gut genug bin und dass ich nicht akzeptiert werde, so wie ich bin. Und das hat mich zerfressen. Komplett. Ja, das war glasklar. Ich habe mich unwohl gefühlt. So in mir selbst, innerlich, das war ein Krieg. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auf dem Sportgelände gefahren bin, dachte ich mir innerlich einfach nur so, warum gehe ich da hin, wenn die mich nicht wollen? Und da entstand schon dieses, dass ich mich abkapsel, einfach mit meiner Musik, ich mit mir selber und mich wirklich verliere in meinen Gedanken und einfach in meinem Kopf bin. Und deswegen konnte ich auch nicht 100% das abrufen, so frei wie bei Viktoria Griesheim zum Beispiel. Aber natürlich habe ich trotzdem gezeigt, dass ich was drauf habe, weil das hat mich ja dorthin getragen. Meine Kompetenz, meine Fähigkeit, Fußball zu spielen, das konnte mir noch keiner wegnehmen. Weil wenn ich Fußball gespielt habe, dann war mir alles egal. Dann soll jeder sagen, was er will. Weil da war es nur noch der Ball und Gemmo. Der Rest ist egal. Und egal wie es war, auch mit den Trainern und allem, trotzdem meine Leistung und mein fußballerisches Können hat es dazu geführt, dass ich eine Einladung von der türkischen Nationalmannschaft bekommen habe. Also das war wieder etwas Positives. Die Hessen-Auswahl wollte mich auch und ich habe mich schnell entschieden für die türkische Nationalmannschaft. Ich erinnere mich sogar noch, dass der Hessen-Auswahltrainer mich angerufen hat und ich bin einfach nicht drangegangen. Also als Kind. Jetzt würde ich das natürlich anders da machen, viel respektvoller und ich würde dort anrufen und sagen, hier, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich entscheide mich für Türkei. Dort, ich war ein Kind und habe einfach nicht zurückgerufen und habe gehört von einem Kollegen, der dann gesagt hat, Cem, wir waren dort im Training und er hat deinen Namen so ausradiert mit dem Edding, der hat schon fast durch das ganze Block durchgestrichen und da habe ich mir gedacht, okay, die werden mich nicht mehr einladen, aber für mich, hey, ich wollte einfach in der türkischen Nationalmannschaft spielen. So, das heißt, die erste Station war, ich wurde eingeladen zu älteren 95er Jahrgang. Dort habe ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ich saß dann ganz hinten, weil ich bin 96er, ich bin jünger und damals, wenn du in dem Altersbereich bist,
da macht es schon was aus, wenn du ein Jahr älter bist oder jünger. Und dann sagt der Trainer einfach, wir spielen 4-3-3. Jam, du bist auf der 10. Stamm. Alle haben sich umgedreht. Ich erinnere mich noch die Namen dort. Nejmi, den Rest weiß ich nicht mehr. Da waren auf jeden Fall gute Namen dort. Den Nejmi kennt man. Nee, warum Nejmi? Weil der Nejmi hat mich so angeguckt, der hat zurückgeguckt. Dann hat sich nur gedacht so, ey, der ist 96er Jahrgang. Der spielt einfach Stamm vor uns. Und ihr müsst euch vorstellen, ich kenne ja diese Blicke. Ich weiß ja, was diese Blicke machen. Ich habe das ja schon erlebt. Oh, Cem, du bist 13, du bist Superstar. Kommst zur Eintracht in der Kabine, wenn ein Christus mit der Nummer 10 damals. Jetzt, ich wünsche ihm alles Gute, aber damals. Oh, du kriegst nicht meinen Platz. Ich spiele vor dir. Deswegen habe ich das direkt gesehen und diese negative Aura gespürt. Und habe mir gedacht, oh, das wird heikel auf jeden Fall, dass ich jetzt Stammspieler bin. Ich freue mich. Aber freundschaftlich und in dieser Mannschaft wird das wieder zu etwas führen, was vielleicht nicht so einfach ist. Aber hey, ich habe wieder Leistung gezeigt. Weil ich bin ein Fußballer. Alles, was drumherum ist, ist egal. Wenn ich Fußball spiele, spiele ich mit Liebe, mit Freude, mit Spaß. Das ist das, was ich mache. Das ist das, warum ich überhaupt mit Fußball angefangen habe. Das war mein Ventil. Wenn es draußen oder zu Hause nicht lief, in der Schule, mit Freunden, was auch immer. Ball genommen, Welt aus, Jam und der Ball. Der Rest ist egal. Als nächstes wurde ich natürlich dann bei den 96ern eingeladen und ich dachte mir natürlich, okay, ich wurde zu den 95ern eingeladen, jetzt habe ich so langsam so ein Ego kreiert, ja, ich wurde älter und man dachte sich, okay, jetzt läuft's und es ist nicht mehr wieder wie bei Eintracht, dass ich nicht akzeptiert werde, dass es nicht läuft. Ich war auf einmal wieder dieser alte Gemmo, ja, Protagonist im Spiel, ich wurde anerkannt für meine Fähigkeit, das war mir das Wichtigste und ich dachte, okay, jetzt muss es aber auch so laufen, ich wollte das nicht mehr verlieren als Kind. Es war ja nicht böswillig gemeint, was ich danach gemacht habe bei den 96ern. Weil da muss ich sehr, sehr selbstkritisch sein. Das war nicht gut. Was war nicht richtig? Und zwar, ich erinnere mich noch ganz genau, wir hatten das erste Spiel gegen Niederlande. Und da gab es so ein schönes Bild, wo ich in der Nationalhymne mit der Nummer 10 stehe, mit diesen Nike Safari-Schuhen. Ich erinnere mich noch, das war wirklich wie ein Traum für mich. Und als ich an der Eckfahne stand und die Ecke ausgeführt habe, dort habe ich echt gedacht, wow, also ich werde richtig anerkannt und das macht Spaß, das ist wirklich Fußball, das ist professional und da habe ich jetzt wirklich Blut geleckt. Aber das war nicht gut, weil bei dem zweiten Spiel haben die aussortiert. Andere mussten spielen, andere wurden vorgezogen. Weiß nicht, vielleicht kann es sein, dass die mich schon kannten und gedacht haben, okay gut, Cem kennen wir, oder der ist noch nicht vom Körperlichen her so robust, dass er gegen die Niederlande spielt und diese Spieler mithalten kann. Deswegen nehmen wir den vielleicht raus. Und ich habe im zweiten Spiel einfach nicht gespielt. 20 Minuten vergehen, 30 vergehen, 40 vergehen, 70 vergehen, 90. Minute, ich wärme mich immer noch auf, ich komme nicht rein. Und ich koche innerlich und koche und koche und denke mir, warum ist es wieder so? Und das hat mich getriggert, weil jetzt kam so eine Wut. Also ich will ja nicht als Kind auf die Welt kommen mit Wut, sondern irgendwas ist ja passiert. Mittlerweile wisst ihr ja, was passiert ist. Ich gehe in die Kabine und raste komplett aus. Werfe meine Schuhe weg, das Trikot weg. Was denken die, wer die sind? Ich will spielen, ich mache doch immer alles richtig. Ich bin doch einer der Besten. Wieso kriege ich nicht diese faire Chance? Und das haben die gehört. Danach wurde ich auch nicht mehr eingeladen. Trotzdem war ich ja ein sehr, sehr großer Prospekt für Leute, die drumherum standen. Das heißt, Vereine waren immer noch aufmerksam, Nationalmannschaften waren ja immer noch aufmerksam. Und es kam dazu, dass Aserbaidschan das alles mitbekommen hat. Okay, Cem Felek ist nicht bei der deutschen Nationalmannschaft, ist nicht bei der türkischen Nationalmannschaft. Vielleicht können wir ihm ja ein gutes Angebot machen, dass er für uns aufläuft. Und dass er die Jugend von der aserbaidschanischen Nationalmannschaft verkörpert, weil ich war natürlich einen Schritt voraus bei jedem anderen Spieler. Ich war schon Cem Felek, habe ja schon diese Medienpräsenz gehabt, viele Tore geschossen, Barcelona, da war auf jeden Fall der Hype da. Und mit einer Leistung haben ja auch gestimmt. Das heißt, das war eigentlich so der perfekte Fang für Aserbaidschan, Nationalmannschaft. So Leute, jetzt wird's interessant, weil ich musste mich entscheiden mit 16 Jahren. Stellt euch jetzt einfach vor, hört mir jetzt gut zu, stellt euch vor, ihr seid 16 Jahre alt und ihr habt diese eine Entscheidung zu treffen. Was war die Entscheidung? Ich wurde ja nicht nur von der aserbaidschanischen Nationalmannschaft zu einem Training oder sowas eingeladen oder zu einem Wochentrainingscamp oder sowas, sondern es gab einen Event
Das ging über 3 Monate. Das heißt, ich musste 3 Monate nach Aserbaidschan, um dort aufzulaufen. Und was ich dafür bekommen würde von der aserbaidschanischen Nationalmannschaft? Finanzielle Unterstützung. Einen Sponsor, der mir endlich die Möglichkeit gibt und diese Chance ermöglicht, dass ich mit so jungen Jahren meiner Familie und meiner Mutter, vergiss das nicht, den Traum erfüllen kann und endlich mal die Küche, die Wohnung holen kann, die sie sich sehr, sehr gewünscht hatte. Und auf der anderen Seite war Eintracht. Und ich erinnere mich, wie als wäre es gestern. Ich hatte so Angst, mit Bindewald zu reden. Damals war ich in der U17 und bin hochgegangen, musste das dem Bindewald sagen, dass ich 3,5 Monate fehlen würde. Und wir waren ja in der Bundesliga, also U17 Bundesliga, das ist ja auch kein einfaches Stück. Und Bindewald hat einfach nur das zu mir gesagt: Cem, wenn du gehst, musst du mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn du zurückkommst, wirst du auf jeden Fall runtergestuft oder irgendwas anderes wird auf jeden Fall passieren. Und ich konnte nicht dort, wie gesagt, ich bin 16. Alter, ich bin 16. Ich konnte nicht sagen, Herr Bindewald, ich muss das machen für meine Familie, weil wir das Geld brauchen. Wir haben alles verloren gehabt. Ich muss das machen. Ich kann gerade meiner Familie helfen. Deswegen. Weil er hat mir gesagt, du willst zu schnell Profi werden. Ja, ich will Profi werden. Aber nicht, weil ich geil drauf bin, berühmt zu werden. Sondern weil ich da sind Leute, Menschen, die ich liebe, denen helfen möchte. Deswegen. Diese große Last. Das ist mein Fluch, aber auch mein Segen. Also entschied ich mich, nach Aserbaidschan zu reisen und dort die Nummer 10 von der U17 Aserbaidschan-Nationalmannschaft zu werden. Meine Familie zu unterstützen finanziell und gegen Barcelona ein Freundschaftsspiel zu spielen, gegen Spanien zu spielen, gegen Litauen zu spielen, gegen Georgien zu spielen, gegen diese Top-Vereine und diesen Top-Spielern mich zu messen im Ausland. Das war ein Traum und der ist in Erfüllung gegangen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich mich auch für die Nationalmannschaft Aserbaidschan entschieden habe, ist, weil der Trainer zu mir gesagt hat: Cem, bei mir, du kannst frei spielen, wie du willst. Du bist meine Nummer 10, du bist meine Kapitän, du kannst frei spielen. Sei einfach so, wie du möchtest. Spiel, leite diese Mannschaft und führe uns zum Sieg. Und ich habe das gebraucht. Jemand, der mir einfach vertraut, ein Trainer, der einfach sagt: ey, ich akzeptiere dich, mach einfach. Das war so erleichternd, dieses Gefühl. Und ihr wisst, bei Eintracht war es dann halt nicht so der Fall und dort dann sowas zu bekommen, das hat dann natürlich auch meine Leistungen dann gezeigt, weil dort habe ich auseinandergenommen. Zu Barca, Cem Felek, Osora, so kann man das nennen. Ja, so wie es war, ne? Also ich habe es genossen, ich habe dort gegen Barcelona ein Tor gemacht, ich habe gegen Kanada 2 Tore gemacht, gegen Mexiko 1, gegen Marokko. Ich war einfach wieder der alte Cem Felek und es war so ein erfrischendes Gefühl. Aber ich musste ja natürlich auch zurück und mit den Konsequenzen rechnen bei Eintracht. Das heißt, ich gehe zurück, bin bei der U17, werde runtergestuft in die U16, spiele selbst nicht mal dort, wo ich mir gedacht habe, was passiert hier? Hab das 1-2 Monate mitgemacht und dann war das schon der Sommer, wo ich dann mir gedacht habe, nee, ich muss hier weg. Warum? Weil sich auch meine Perspektive erweitert hat. Ich habe im Ausland international mit Spielern geredet, mit Trainern geredet und habe realisiert, ich kann noch mehr machen, als jetzt irgendwie irgendwo festgefangen zu sein, wo die mich eigentlich gar nicht so ganz wollen und wo es einfach irgendwie nicht so ganz gepasst hat, von Anfang an. Und ich gebe nicht irgendwie mir Schuld oder Eintracht Schuld oder sonst was. Die dachten halt, dass man pädagogisch mich so erreicht. Ich habe sie gar nicht verbunden gefühlt in meinem Herzen. Und das war einfach nur ein Mess. Und wie gesagt, das war ein Fluch und Segen, dass ich von jungen Jahren schon ein Superstar war. Weil jetzt ist es ein Segen. Ich habe eine Geschichte zu erzählen und sie ist inspirierend. Ich weiß, dass das euch so sehr berühren wird und euch inspirieren wird, weil das ist das genau, was ich machen möchte damit. Ich möchte meine Geschichte erzählen, dass ihr merkt, dass dieser Weg, Profi zu werden, oder egal wo man hingehen möchte im Leben, nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und alles ist immer hier drin. Unfassbar, was immer hier drin abgeht. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren direkt am Eingang beim Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald. Und da hat der Sportdirektor gesagt zu meinem Vater: Bruder, Herr Felek, wenn Sie, egal wo Sie den Cem hinbringen, egal, Barcelona, jetzt schon, die würden den nehmen. Weil der Junge ist sehr, sehr gut, aber der hat abgeschlossen mit Eintracht.
der hat das nicht mehr im Herzen. Und ich habe nur genickt. Ich war dann grumpy, habe den so angeguckt, habe gesagt, und das war so meine Art und Weise, damit umzugehen als Kind. Aber es war halt nun mal so, ne? Das war keine einfache Geschichte so bei Eintracht. So, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber die Reise bei Eintracht als Adler war an diesem Zeitpunkt vorbei. Ja, und als allererstes, bevor ich weiter erzähle, da muss ja auch so ein bisschen Liebe in das ganze Spiel reinkommen, richtig? Ich bin dann erstmal in den Urlaub gefahren, beziehungsweise geflogen mit einem Kumpel von mir. Und wir sind gemeinsam nach Antalya in ein Hotel. Und das hat mein Papa organisiert gehabt. Wir sind dahin, ein bisschen abschalten. Weil mittlerweile habe ich ja gemerkt, okay, ich bin ein Fußballer. Ja, ich muss gut essen, ich muss gut schlafen, ich muss mich gut regenerieren, ich muss gut trainieren und habe Fitness gemacht und alles. Und deswegen sind wir in Urlaub. Und da habe ich Sabrina kennengelernt. Und es war so ein schöner Moment, weil, wenn ich jetzt rückblicke, als kleines Kind sich so von Kopf bis Fuß zu verlieben, unfassbar. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich habe mich zu meinem Kumpel gedreht, ich habe gesagt, diese Frau werde ich heiraten. Vorbei. So, das steht schon fest. Das wird passieren. Und wir haben uns dann immer wieder angeguckt im Hotel. Ich habe sie nie angesprochen, weil ich konnte es halt einfach nicht. Bis zum letzten Tag, wo ich wusste, dass sie abreisen werden nach Stockholm. Sie kam aus Schweden. Und ich habe all meinen Mut zusammengebracht und mir gedacht, okay, an diesem Abend werde ich mit ihr reden. Und da gab es so eine Animation in dem Amphitheater. Und nach diesem Amphitheater bin ich zu ihrer Mutter, habe sie gar nicht angeguckt, habe gesagt, die Dame, dürfte ich vielleicht mit ihrer Tochter ein bisschen Zeit verbringen, vielleicht mit ihr später in der Diskothek tanzen. Das ist so, was ich unbedingt machen möchte heute Abend, bevor ihr geht. So, no problem, no problem, of course, of course. Dann waren wir später alle gemeinsam zusammen mit den Familien. War ein sehr, sehr schöner Moment. Und seitdem hatte ich Kontakt mit Sabrina. Sie ist dann zurück nach Stockholm und ich bin zurück nach Deutschland gereist. Sabrina ist aber nicht typisch Schwedin, sondern sie kam aus Assyrien und war Christin. Und ich bin als Muslim aufgewachsen und das ist sehr wichtig für die Geschichte. Die werde ich noch später euch genauer erzählen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass genau das ein Faktor wird, was mein Leben prägen wird, extrem prägen wird. Zurück angekommen mit der ganzen Euphorie, natürlich aber immer noch in meinem Herzen, weil ich Sabrina kennengelernt habe und noch einen Grund hatte, warum ich jetzt unbedingt jemand sein muss, ein Fußballer werden muss, nicht nur noch für meine Familie, für mich selbst, aber auch jetzt für Sabrina, damit ich ihr etwas vorzeigen kann, damit wir gemeinsam irgendwann heiraten und eine Familie bekommen. Das war so das große Ziel. Und deswegen habe ich mich hingesetzt, mit meinem Vater das Ganze besprochen, welche Vereine stehen uns offen. Und wir hatten einige Top-Vereine, die interessiert an mir waren. OSC Lille, Toulouse, Anderlecht und VfB Bochum. Meine erste Station war im Probetraining bei OSC Lille, da war ich zweimal. Und ich muss sagen, OSC Lille, also wenn man mich so fragen würde, Cem, was bereust du? Ich finde dieses Wort eigentlich passt nicht, weil ich bereue gar nichts. Aber so, was würdest du vielleicht einen Tick anders da machen? Dann würde ich sagen, Lille wäre ich gerne noch geblieben. Weil Lille hatte einen Aufbau und das Ganze drumherum, wie das dort aufgebaut wurde, unfassbar. Unfassbar. Ich habe mit der U19 trainiert und die haben zu mir gesagt, this guy is very good and he has to play with the second team. Das heißt, ich bin dann wieder zurück nach Hause, bin dann wieder zurück nach Lille wieder, um mich dann dort nochmal vorzustellen bei den Trainern in der U23. Und ich habe überzeugt. Aber was das Problem war, zwei Sachen. Und zwar, erstens habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil keiner Englisch gesprochen hat. In Frankreich, keiner hat Englisch gesprochen. Ich konnte auch nicht so gut Englisch, aber keiner ist wirklich so darauf eingegangen, zumindest so ein bisschen mit mir auf Englisch zu reden. Und das hat mich so ein bisschen gestört, ein bisschen. Warum? Weil, eine kleine Anekdote, da war eine Sekretärin und diese Sekretärin, die sollte mir immer Bescheid geben, wenn irgendwas ist, ein Training, dass ich weiß, dass ich um 13 Uhr runter muss, weil ich dort ein eigenes Zimmer hatte oder wann Essen ist und alles. Und ich habe auch keinen Plan bekommen. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre es nicht professionell, aber war es nicht. Nur es war einfach eine Misskommunikation und irgendwann
haben die mich angerufen, haben gesagt, wo bist du? Warum bist du nicht im Training? Ich so, ich weiß nicht, I don't know. So, ich wusste nicht, dass wir Training haben. Und dann war ich sauer auf sie, weil durch sie wäre jetzt das, was für mich sehr wichtig ist, dass ich dort unterschreiben kann, kaputt gegangen. Und dann war ich so ein bisschen schon sauer auf die und hatte gar keine Lust mehr, dort zu sein. Dann habe ich mein nächstes Probetraining bei Toulouse gemacht und da passiert ist, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Wir haben ein Spiel, 90 Minuten, 5-6 Leute, die neu sind. Wir spielen 11 gegen 11 gegen irgendeine Mannschaft, Freundschaftsspiel. Und ich mache meine Aktion, ich mache meine dynamischen Dribblings und ich sehe aus dem Augenwinkel rechts hinterm Tor ein Trikot mit meinem Namen, Nummer 10. Präsident steht da mit meinem Namen schon, mit Toulouse-Trikot und macht so. Ich dachte mir, okay, ich glaube, ich habe auf jeden Fall den Vertrag. Und dann saß ich im Auto mit den Beratern, die das alles organisiert haben und habe einen Anruf bekommen von einem anderen Berater aus Deutschland. Hallo? Hallo? Cem, bitte, unterschreib nicht. Bitte, 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 bitte. Warum? Was ist los? Ich habe ein Angebot für dich von VfL Bochum. Komm hierher, lass uns das angucken. Glaube mir, zweite Bundesliga, du wirst hier den Durchbruch schaffen. Das ist die richtige Adresse. Du musst auch nicht so weit entfernt von deiner Familie sein. Hört sich gut an. Das heißt, die Berater haben mich bis zur Grenze von Frankreich nach Deutschland an die Grenze gefahren. Der nächste Berater hat mich abgeholt. Das war wie so ein Drogendeal, Alter, unfassbar. Und dann sind wir direkt zu Bochum gefahren. Am nächsten Tag hatte ich Training mit einem Trainer, der mich so überzeugt hat, weil Trainer war für mich der wichtigste Grund. Also Kommunikation war für mich A und O. Kommunikation in der Hinsicht, dass jemand mir sein Herz zeigt. Zeigt, dass er mich akzeptiert. Und ich erinnere mich, wir waren auf dem Kunstrasen hinten am VfL Bochumplatz und wir haben so ein 6 gegen 6 gemacht mit 4 Leuten drumherum. Und ich habe so abgeliefert. Ich war die Nummer 10, ich habe das Spiel gemacht, dass der Trainer dann gesagt hat, Cem, du bist meine Nummer 10, U19 Bundesliga, du spielst, du bist ein überragendes Talent, du hast alles, was man braucht, komm hierher, wir arbeiten zusammen. Ich habe mich extrem gefreut, das war nicht meine Rede wert, dass ich jetzt dort unterschreibe, weil der Trainer mich so überzeugt hat. Dann haben die mir das Internatsplatz gezeigt, ich habe im Monat, ich glaube, 700 bis 800 Euro bekommen, Internatsplatz, abends zu essen, morgens zu essen, hab ein Fitness dort, konnte alles machen, was ich brauche, um wirklich noch besser zu werden als Fußballer. Ihr merkt viele Höhen und Tiefen in meiner Geschichte, genauso wie auch bei VfL Bochum, weil es kann ja nicht genauso perfekt sein. Weil sonst wäre ich vielleicht jetzt in der Bundesliga. Aber ich krieg einfach mit, dass der Trainer nicht mehr da ist. Allah Allah. So sagt man das als Türke. Allah Allah. So hat mein Vater reagiert. Ich erinnere mich auch ganz genau. Mein Vater hat nur gesagt, ich habe ein mulmiges Gefühl. Und dann haben wir recherchiert im Internet und haben gesehen, neuer Trainer bei U19, VfL Bochum, ist jetzt da. Thomas Reis, der heutige Trainer in der Bundesliga, war mein U19-Trainer bei VfL Bochum. Was war denn nicht so gut? Und zwar, ich erinnere mich an diesen Moment, wie als wäre es gestern gewesen, weil ihr merkt, als Kind nimmst du nur diese Sachen auf, die komplett entweder so dieser beste Moment oder einfach dieser Moment, der dich wirklich ja, traumatisiert fast schon. Und ich war ja schon extrem traumatisiert. So damals wusste ich nicht, vielleicht jemand anderes hätte es nicht so getroffen wie mir. Aber bei mir hat es extrem was ausgelöst wieder, weil das Erste, was Thomas Reis gesagt hat, als ich dort ankam, oh, Felix, hast bei Eintracht nicht geklappt? Und jetzt bist du bei VfL Bochum oder was und versuchst es hier mit deinen Ohrringen und mit deinen gefärbten Haaren. Und ich so, was? Und dann wusste ich nicht, was vorne und hinten ist. Und ich dachte mir einfach nur, warum habe ich hier unterschrieben? Und hatte überhaupt keine Lust, dahin zu gehen. Ich wollte nicht mal dahin gehen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Keinen Drang gehabt, irgendwie dahin zu gehen, weil ich mir gedacht habe, das wird doch genauso wie bei Eintracht. Was mache ich denn wieder hier? Als Kind schon. Ja, und habe mich dann halt irgendwie immer abgelenkt. Ich habe andere Hobbys gehabt, ich habe andere Interessen gehabt. Und Sabrina war ja auch da, wir haben noch Kontakt gehabt. Und ja, ich habe mir einfach woanders dieses Dopamin, dieses gute Gefühl geholt, weil wenn ich das schon sehe und mein Fußball wieder so limitiert wird, habe ich noch Lust. Ja, das war natürlich die Pubertätsphase und was noch sehr, sehr wichtig ist in dieser Geschichte. Ich hatte immer wieder Anzeichen von Herzproblemen. Ich bin schon damals bei der Nationalmannschaft in Aserbaidschan, auch in Türkei, auch davor bei Viktoria Griesheim, immer mal wieder umgekippt. Aber die Ärzte konnten nicht herausfinden, was das
Problem oder die Ursache ist. Das hat sich gezogen und bei Bochum habe ich das extrem gespürt, weil ich habe mich immer so ein bisschen gedrückt vom Laufeinheiten. Die wurden dann immer härter. So bei der Eintracht wurde es härter und ich war immer so der Letzte, konnte nicht mithalten, nicht mal mit dem Torwart. Und alle haben mich immer ausgelacht und ich habe dann daraus einen Joke gemacht mit dem Luca Waldschmidt und sowas. Ah ja, ich bin ja nicht der Läufer, ich bin ja der Magier auf dem Platz. Aber innerlich hat es mich zerfressen, weil ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas ist, aber ich kann es niemandem erklären, was genau ist. Und es hat sich, wie gesagt, bis zu Bochum gezogen, dass ich mich dort immer wieder mal gedrückt habe, gesagt habe, hier, ich habe ein bisschen Muskelschmerzen, was auch immer, weil ich nicht laufen wollte. Ich wollte nicht dort wieder in dieser Situation sein, wo ich der Letzte bin, weil ich meinen Körper nicht extrem auspowern konnte und wirklich in diesen Bereichen rennen konnte auf dem hohen Niveau. Das ging einfach nicht. U19, Bundesliga, VfL Bochum, lief nicht so gut. Thomas Reis hat mich nicht so spielen lassen. Ab und zu hat er mich mal reingebracht oder irgendwelche Freundschaftsspiele und man hat gesehen, okay, der Junge hat was drauf. Aber irgendwie waren die nicht zufrieden mit meinem Spielstil, die wollten das nicht haben. Aber meine Mannschaftskameraden, Atakan, Kosa, ich erinnere mich noch an das, so krass. Der Atakan ist momentan bei VfB Stuttgart. Grüße gehen raus. Er hat gesagt, er war auch immer so ein bisschen der lustigere Typ. Ich sag, ey, Gemmo, Digga, ich habe keinen gesehen, der so wie du dribbelt und so flink spielt. Das ist unfassbar. Ich erinnere mich ganz genau, wir sind dann in diese Kabine rein. Ich habe 15 Minuten gespielt. Und vor diesem Spiel hat Thomas Reis zu mir gesagt, wenn du jetzt reinkommst und nicht das machst, was ich dir sage, dann hole ich dich sofort wieder raus. Nächste Aktion. Perfekt. Gut. Freue ich mich drauf, jetzt Fußball zu spielen. Und da hat es bei mir wieder Klick gemacht, weil dann bin ich zurück in meinen Internatsplatz und habe mich einfach eingeschlossen in mein Zimmer und dachte mir, was mache ich schon wieder hier? Warum bin ich hier? Wo bin ich eigentlich? Wieso gehe ich nicht dorthin, wo ich mich wohlfühle? Und habe mich entschieden, mit jungen Jahren meinen Bundesliga VfL Bochum U19 Vertrag aufzulösen. Ich wollte einfach nicht mehr. Warum auch? Wenn man mich nicht will, dann will ich euch auch nicht. So reagiert man doch, oder? Da bin ich wieder, 17 Jahre alt. Alles, was ich spüre, ist Wut. Dieses Gefühl von Revanchieren. Ich will es jedem zeigen. Trauer, Einsamkeit. Ich fühle mich so isoliert, so allein, irgendwie nicht verstanden. Und das war kein schönes Gefühl, aber trotzdem wusste ich auf dem Heimweg, wir hatten alle meine ganzen Sachen ins Auto gepackt. Okay, es geht wieder zurück zu Mama. Es geht wieder zurück nach Hause, alles was ich kenne, ich fühle mich dort wohl. Eine gewisse Stabilität, weil dieses Wort Stabilität ist für mich ganz besonders, weil das hat ja immer gefehlt dann in meiner Kindheit. Also es war immer wieder Chaos, es war immer wieder, Fußball muss immer entweder funktionieren oder es funktioniert nicht. Es war immer irgendwie die Frage um Existenz und da hatte ich nie so einen Halt und das hat sich dann halt auch ausgeprägt, wie ich mich innerlich gefühlt habe in meiner inneren Welt, dass ich diese Stabilität überhaupt gar nicht gespürt habe. Weil ein Mensch kann nur Stabilität fühlen, wenn er das innerlich hat. Und da brauchst du nicht mal eine Wohnung oder sonst was, sondern du musst das in dir spüren. Und damals hatte ich das noch nicht. Ja, und so bin ich wieder zu Hause. Und was mache ich? Mund abputzen. Ich habe gesagt zu meinem Vater, Baba, du bist wieder mein Mentor. Du passt auf mich auf. Du machst das Ganze mit mir, so wie Costomaro mit Mike Tyson. Ich habe mir Hakana wieder zugeholt. Mein Personal Trainer, der erste Personal Trainer. Und mit ihm gemeinsam haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt diese 4 Monate durch und trainieren jeden Tag. Ich habe dafür extra noch Schichten gemacht, damit ich mir das finanzieren kann. Das heißt, ich bin von Darmstadt. Ich bin um 6 oder 7 Uhr aufgestanden. Mein Vater hat mir Omelette zubereitet, 4, 5 Eier mit Butter. Meine Mutter hat meine Sachen gewaschen. Wir waren wieder ein Team. Wir sind gemeinsam das Ganze wieder angegangen. Und es hat auch Spaß gemacht, weil das war wirklich so. Ja, das ist auch das, was ich am Fußball so sehr mag, diesen Lifestyle. Deswegen habe ich auch Dunja Athletik kreiert, weil Dunja Athletik ist ein Lifestyle. Das ist der Dunja Lifestyle. Das ist ein Lifestyle für einen Athleten. Du stehst auf, du isst gesund, du trainierst, du atmest, du bist in der frischen Luft, du bist in der Natur, du bist mit Menschen umgeben, ihr habt ein Ziel vor den Augen. Das ist immer dieser Prozess von Weiterentwicklung, was jeder Sportler faszinierend findet. Und genau das hatte ich wieder zurück. Und was dann passiert ist, wir sind dann die ersten Monate immer mit meinem Papa nach Frankfurt gefahren und dann musste er wieder weg ins Ausland und ich habe dann wieder weitergemacht, bin dann morgens aufgewacht, habe mein Essen gemacht, bin dann in den Zug eingestiegen von Darmstadt, für diejenigen, die es wissen,
von Griesheim zu Balledück, ganz hinten Industriegebiet, zu Balledück laufen. Ich glaube ungefähr 20 Minuten. Von dort aus mit der Straßenbahn bis Mozarturm nochmal 15 Minuten, dann nochmal 10 Minuten zum Hauptbahnhof. Dort warten nochmal 10, 20 Minuten, dann eine halbe Stunde, 40 Minuten bis Frankfurt Süd. Frankfurt Süd aussteigen, 10 Minuten langlaufen, Haarkanal holt mich ab. Wir gehen nochmal 1,5 Stunden draußen trainieren. Das war mein Commitment und ich habe das nicht nur einmal gemacht. Ich habe das die ganzen Monate so durchgezogen. Und nach dem Training bin ich zu Haarkanal, habe geduscht. Dann bin ich zu Snipes und habe beim Sneakershop gearbeitet, um so ein bisschen meine Brötchen zu verdienen, damit ich dann das Training leisten kann, bei Hakan Abid mitzutrainieren. Und am Abend bin ich dann auch noch zu FSV Frankfurt gegangen, um dort zu trainieren und in diesem Mannschaftsrhythmus dabei zu bleiben. Da hatte ich die Möglichkeit, mit denen zu trainieren. Und auf dem Weg zurück nach Darmstadt, anstatt nach Hause zu gehen, dachte ich mir, komm, du hast so viel Schmerz in dir, geh nochmal trainieren. Und dann bin ich ins Gym gegangen. Also so krass war ich. Ich war besessen davon. Ich war besessen, weil es war endlich wieder etwas, wo ich etwas fair zurückbekommen habe. Hard work? Ah, ich krieg Entwicklung, Weiterentwicklung dazu. Ich muss hart trainieren und ich werde besser. Und es ist fair gegenüber mich, weil wenn ich trainiere, da gibt es niemanden, der einen Stein vor meinen Füßen legt. Harte Arbeit zahlt sich aus. Das habe ich dort gelernt. So, das heißt, ich habe mich in dieser Zeit auch sehr, sehr fit gemacht. Das war sozusagen der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit Hakan Abi angefangen habe zu trainieren. Aber daraus hat sich noch etwas anderes entwickelt, weil ich hatte wirklich komplett Zeit, jeden Tag 3 bis 4 Mal zu trainieren und fokussiert wirklich an meinen Schwächen und Stärken zu arbeiten. Und das hat mich enorm als Fußballer weitergebracht. Das heißt, ich habe in diesen 4 Monaten einen Schritt gemacht, der war unfassbar schnell. Und das war auch sehr, sehr gut so, weil ich wollte ja so schnell wie möglich wieder zurück zu dem Mannschaftssport und einen Verein finden. Und als vereinsloser Spieler ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen haben wir uns mit Spielerberatern zusammengesetzt, haben sie kontaktiert und angeschrieben, sind zu einem Gespräch gekommen. Wir haben meine Highlight-Szenen von meinen alten Spielen bei Aserbaidschan, bei Eintracht Frankfurt und auch mein CV. Das heißt, ich habe ja etwas gehabt, um vorzuzeigen. Barcelona wollte mich, ich habe 1100 Tore geschossen, ich habe bei der Eintracht in der Jugend gespielt, ich war Nationalspieler, bin immer noch jung und die Leute sehen auch live, wie gut ich immer noch bin und wie fit ich bin, weil wir auch die Zehen aufgenommen haben im Training und immer wieder gezeigt haben, wie gut ich eigentlich am Ball bin und was ich drauf habe. Und so entstand der Kontakt zu Beratern, die es mir ermöglicht haben, mit dem neuen Berater Mark aus Scotland einen Kontakt zu knüpfen. Und auf einmal begann die Reise nach Schottland. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Angekommen in Aberdeen, da hatte ich mein erstes Probetraining und direkt habe ich im ersten Spiel getroffen. Ich habe sie überzeugt, bin wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ich habe einen Anruf bekommen vom Gaffer. Mate, you have to come back here. Dann bin ich wieder hingeflogen. Zweites Spiel, direkt wieder getroffen. Es war glasklar, ich werde hier unterschreiben. Als ich den Vertrag bekommen habe, war ich so davon überzeugt zu unterschreiben, weil ich einfach diese Wertschätzung gespürt habe von Aberdeen, von den ganzen Vereinen, die Spieler, die Trainer und aber auch meine Landlady Selina, bei der ich dann leben durfte und sie mir jeden Tag was Leckeres gekocht hat und auch mit meinem Teammate, der auch bei Selina gewohnt hat, der Calvin, und wir gemeinsam einfach wieder so dieses Gefühl von Stabilität und Familie auch dort hatten. Und das war einfach sehr erfrischend, wieder einen Verein zu haben, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ja, aber was mich natürlich noch überzeugt hat in Aberdeen ist dieser Grind. Ich habe noch nie davor so hart trainiert bei einem Mannschaftstraining, so wie bei Aberdeen. Jeden Tag extrem harte Spiele, 6 gegen 6, Läufe, Uphill Runs, Zirkeltraining im Gym, alles. Und es hat mich so begeistert, wo ich gemerkt habe, wow, also ich muss mithalten, ich muss trainieren, ich muss auf ihren Level kommen, wenn ich Profi werden möchte. Und dann horozların arasında futbol oynamak başkadır, hat mein Vater immer gesagt. Du musst zwischen den Besten der Besten spielen. Und da habe ich dieses Gefühl gehabt, die waren extrem gut. Und ich war auch gut, aber ich musste vom Tempo her mich anpassen und noch schneller Fußball spielen mit meinem Können und mit meiner Technik. Wir dürfen aber natürlich in dieser Geschichte nicht vergessen, ich bin noch ein junger Kerl, 18 Jahre alt, komplett in der Pubertät, alleine irgendwo im Ausland. Und da kamen auch falsche Freunde dazu. Was sind falsche Freunde?
dieser Begriff, ja, ob man es so nennen mag. In Aberdeen, in Scotland, ist es normal, dass man Alkohol trinkt, am Wochenende feiern geht. Das ist für die gang und gäbe. Für mich war das nichts Normales, weil ich davor noch nie irgendwie in Berührung mit Alkohol kam oder irgendwie in irgendwelchen Partys war oder sonst was. Aber als ich dort war und die Jungs die ganze Zeit zusammen irgendwas unternommen haben und ich so isoliert war, irgendwann dachte ich mir, ja, ich gehe einmal mit. Die rufen mich die ganze Zeit, ich möchte einmal mit. Und ich habe mich hinreißen lassen und Mannschaftskollegen die ganze Zeit auch immer gesagt, hey, komm, lass was trinken, lass ein bisschen trinken. Und ich wusste gar nicht, was Alkohol ist und wie das funktioniert. Und schnell habe ich erkannt, dass das einfach Gift ist. Aber so wie es halt nun mal ist, habe ich einfach weitergemacht. Also auch wenn ich wusste, bei einer Woche, ich mache das nie wieder, zwei Wochen später war ich wieder feiern. Und das war, wie gesagt, nicht schlimm in der Hinsicht. Aber wenn du mit 18 da bist, diese Möglichkeit hast, dann bleibst du zu Hause. Du machst all das, um Profi zu werden und nicht irgendwie schlecht aufzufallen beim ersten Mannschaft oder beim Trainer, und versuchst alles so gut wie möglich zu machen. Weil ich war jetzt der charmante türkische Bursche, ne? Also das war ja auch nicht gang und gäbe, dass da dort jemand so rumläuft wie ich, habe gestylt, Lederjacke an und alles drum und dran. Und es war einfach ein Vibe und ich habe es genossen. Aber es war einfach nicht schlau. Also ich war einfach jung und dumm und naiv. Es war nicht so schlimm, dass ich jetzt jemand war, der es sehr übertrieben hat. Aber für mich war selbst das schon zu viel. Also das, was jetzt mittlerweile in der Gesellschaft ganz normal ist, Freitag, Samstags trinken zu gehen, das ist für mich schon ungewöhnlich gewesen. Und da habe ich halt leider einfach so ein bisschen den Faden verloren, weil ich einfach nicht das Umfeld hatte, was auf mich aufgepasst hat. Mein Papa hat gefehlt, meine Mutter hat gefehlt. Ich hatte immer noch sehr, sehr viel Liebeskummer, weil ich die Sabrina immer noch vermisst hatte. Sie war ja auch noch immer wieder da. Die Geschichte ging ja auch immer noch weiter. Und so habe ich mir das so ein bisschen einfacher und besser gemacht, die Zeit in Aberdeen privat. Fußballerisch lief alles top, aber privat, damit konnte ich noch nicht so ganz umgehen. Auch wenn ich gute Freunde hatte, war es nicht einfach für mich. So, das heißt, privat lief es okay. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, aber es lief okay. Fußballerisch lief es sehr gut, weil das trotzdem das harte Training, das Extra-Training und das Tempo in den Trainingseinheiten und die Leistung im Spiel, die ich dann auch abgerufen habe, hat dazu geführt, dass es im Fußball einfach läuft. Ich war Stammspieler. Unsere Mannschaft war wirklich gut. Also wir haben wirklich gute Spieler gehabt. Der eine spielt jetzt bei Rangers und war einer meiner besten Kumpel, Scott Wright. Es ist schon faszinierend zu sehen, was für eine Truppe wir dort hatten. Und da war auch wieder aber die Phase, weil für mich mit 18 1000 Pounds zu bekommen, bei einer Landlady zu wohnen, wo du keine Miete zahlst, kriegst dein Essen, du hast dein Gym, du hast alles, was du brauchst. Also wenn man mich jetzt fragen würde, mit 18 so eine Möglichkeit zu haben, es ist Gold wert. Aber ich muss euch sagen, das ist einfach nun mal mein Problem gewesen, durch diese ganzen Sachen, die ich erfahren habe als Kind. Ich dachte, ich muss so schnell wie möglich schaffen. Ich muss schaffen und meiner Familie helfen. Ich war zu impulsiv. Ich hatte nicht diese Ruhe. Ich dachte, okay, ich bin Cem Felek. Dieser Druck auf einmal kam. So, ich muss doch eigentlich schon mit 16, 17, 18 Profi sein. Warum bin ich das noch nicht? Und habe mir extremen Druck gemacht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, 18 Jahre alt, diesen Vertrag, top, beste Ausbildung, aber ich war halt nun mal zu schnell und dazu kam, wie gesagt, dass meine Familie wieder meine Hilfe gebraucht hat. Fußball lief gut und so ist natürlich ganz einfach, einen anderen Verein zu finden. Mit diesem Druck, den ich verspürt habe und immer im Hinterkopf hatte und die Leistung, die ich aber auch abgerufen habe auf dem Platz, musste ich einfach so schnell wie möglich Profi werden, um einfach meiner Familie auch wieder zu helfen. Das war mein größtes Ziel. Weil ich mir auch ein bisschen im Herzen gedacht habe, wenn ich mehr Geld verdiene, vielleicht kann ich ja Sabrina öfter sehen als nur einmal im Jahr. Das war vielleicht so mein Hauptgrund, um ehrlich zu sein. Ein Angebot kam rein von der Super League, Kasım Paşa. Und der Trainer, der mich wollte, Shota Alvarado, er wurde gefeuert. Was heißt das für mich? Mein Deal ist geplatzt. Vorbei. Ich konnte nicht mehr direkt Profi werden, so wie ich mir das vorgestellt habe mit 18 Jahren. Und das ging dann nicht.
So schlimm war die Situation aber dann auch nicht, weil ich ja immer noch meinen laufenden Vertrag bei Aberdeen hatte, der bis zum Sommer noch ging. Doch als Aberdeen natürlich das mitbekommen hat, dass ich wechseln möchte im halben Jahr, haben die mich auf Herz und Niere getestet und geguckt, ist er noch committed dabei? Hat er überhaupt noch Lust hier bei Aberdeen zu sein oder ist er mit dem Kopf ganz woanders? Und dieser Test war unangekündigt. Ich habe dann auf einmal nicht mehr gespielt, ich war nicht mehr im Kader, dann musste ich öfters mal Schuhe putzen als sonst, weil wir als U23-Spieler den Profis die Schuhe putzen mussten. Dann musste ich vielleicht einen Tag länger bleiben und alles. Und ich habe nichts gesagt und ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, weil mir ging es dort auch gut. Also ich war gar nicht so in dieser Position, dass ich mich aufregen wollte oder sonst was wie vorher, weil ich war da geborgen, alles war gut, nur dieser Druck, den ich mir vielleicht auch selbst dann irgendwann gemacht habe, aber auch dieses immer Familie retten, du musst es schneller schaffen, Sabrina ist irgendwo. Und das war das Einzige, was mich immer wieder zurückgehalten hat, aber ansonsten wollte ich dort bleiben. Und da habe ich einfach mein Ding durchgezogen. Ich habe hart trainiert, ich habe meinen Kopf runtergeneigt und einfach gemacht und gehasselt. Und irgendwann kam mein Trainer, Paul Sheeran, hat mich zu seinem Büro gerufen und hat gesagt, Mate, you know what? We tested you. Ich war so, was? So, we tested you to see if you're committed, if you're here with your head, if you want to play with Aberdeen and continue this road to become the professional that you can become here in Aberdeen. Und ich war so glücklich, als ich das gehört habe. Und hat er gesagt, du hast uns gezeigt, was Profi-Disziplin ist. Weil du hast dann 10 Schritte, 10%, 20%, 30% mehr gemacht als alle anderen. Und das hat man gesehen. Deswegen bist du wieder unser Stammspieler auf der Nummer 10. Und so war ich wieder im Team und wir haben noch die Meisterschaft geholt in der U23. Und da gab es sehr schöne Geschichten, weil dort hatte ich meine besten Momente. Ich habe dann richtig aufgedreht, meine Assists waren da, meine Scorer-Goals waren da, mein 90-Minute-Goal für das Siegtor war da, wo ich danach auch direkt in die erste Mannschaft eingeladen wurde und auf der Bank sitzen durfte gegen Dundee und auch die ganze Zeit mit den Profis trainieren durfte. Und so war alles wieder perfekt bis zum Sommer und habe alles dort genossen in Aberdeen. So einem wundervollen Saisonabschluss in Aberdeen war nur noch die Frage, bleibe ich da oder gehe ich woanders hin? Und ich hatte Angebote auch aus der Türkei, wo Berater mir wirklich das Leben zur Hölle gemacht haben. Durch diese Kontakte und neuen Berater entstand der Kontakt in die Türkei und ich habe ein Angebot von Beşiktaş erhalten und auch Galatasaray. Ich war dort, habe bei Galatasaray mittrainiert, was auch eine ganz, ganz spontane Aktion war. Ich habe bei der ersten Mannschaft zugeguckt und der Co-Trainer von der zweiten Mannschaft saß zufälligerweise neben mir, hat gesagt, bist du nicht Cem Felek? Ich so, ja, das bin ich. Hat er gesagt, ja, was machst du hier? Willst du mal bei uns trainieren? Dann habe ich bei denen mittrainiert in der zweiten und war absolut nicht fit, weil der ganze Stress nach Aberdeen und dieser Switch von Aberdeen, einen neuen Verein zu finden, so belastend war, dass ich überhaupt nicht fit war. Ich habe sehr viel abgenommen und trotzdem konnte ich dort abrufen und zeigen, dass ich extrem guter Fußballspieler bin. Und dort wollte mich Galatasaray verpflichten für die zweite Mannschaft. Bei Beşiktaş kamen auch in den Medien die Artikel raus, dass Beşiktaş mich ins Trainingscamp einlädt und mich sehen möchte. Aber wir waren schon einen Schritt weiter. Und zwar, wir waren schon beim Präsidenten, mit dem wir dann zusammensaßen. Er mir dann einen Vertrag angeboten hat, über 3 Jahre, der dann durch diese Berater nicht zustande kam, weil sie ihn einfach nicht für richtig gehalten haben. Und ich habe im Nachhinein herausgefunden, warum. Ich habe anscheinend, als ich mit diesen Beratern in Kontakt kam, einen Vertrag unterschrieben in der 3. Liga in der Türkei, Fatih Karagümrük. Und die haben mich von dort in die 1. Liga ausgeliehen, zu Antalyaspor. Warum das Ganze? Fatih Karagümrük, der Verein, der jetzt in der Super League spielt, wo die Berater das organisiert haben, dass ich dort meine Ablöse habe, dass wenn ich dann den großen Durchbruch schaffe, dass sie dort vielleicht das große Geld auch machen können durch meine Ablöse. Weil Beşiktaş hätte mich ablösefrei, ein junges Talent, ein Türke, nach Türkei geholt. Und das war auch der Key-Faktor, warum ich Beşiktaş holen wollte für 3 Jahre. So war der Traum geplatzt und ich war bei Antalyaspor. War das nicht gut? Klar war es gut. Aber ich war erstmal in der 2. Mannschaft. Ich habe kein Geld verdient, ich habe kein Geld bekommen,
Berater waren weg, kein Taschengeld bekommen und war wieder komplett auf mich alleine gestellt. Das ist nochmal eine tiefgründige Geschichte. Aber was dann passiert ist, hat mir so ein bisschen das Leben auch dort wieder gerettet, weil Samuel Eto'o hat mich im Training gesehen durch einen sehr, sehr guten Freund, der mich dort extrem unterstützt hat und der auch intern im Verein gearbeitet hat, der gesagt hat, guck dir mal diesen Jungen an, der in der zweiten Mannschaft spielt. Und Eto'o hat gesagt, nein, er kommt in die erste zu mir, ich bin sein Mentor, ich will ihm was beibringen. Ich bin hoch in die erste Mannschaft, habe dort extrem performt, dass Eto'o gesagt hat, wenn du so weitermachst, wirst du jemand. Bleib dran, bleib am Ball, hör mir zu. Und er war wirklich sehr, sehr intensiv mit mir im Training. Er hat mir extrem viel beigebracht, er hat mir extrem viel gelehrt. Und er war auch genau derjenige, der es ermöglicht hat für mich, dass ich 3 Spiele gemacht habe bei Antalyaspor in der ersten Mannschaft. Das heißt, ich wurde offiziell Profi. Ich hatte noch nicht den Vertrag, aber ich habe im professionellen Bereich Fußball gespielt. Ich habe gegen VfB Stuttgart, gegen Timo Werner gespielt im Freundschaftsspiel. Dort hat man schon gesehen, okay, Tempo-Dribblings sind da, der Junge hat Technik, Talent, da geht auf jeden Fall was. Und dann bin ich gegen Giresunspor im Pokal reingekommen und habe dort auch wieder sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Mit ein bisschen Glück vielleicht auch meinen Assist gehabt, was zum Sieg geführt hätte. Und beim zweiten Spiel im Pokal gegen Fenerbahce, wo ich in 15 Minuten wirklich gezeigt habe, was ich drauf habe, wo dann auch Fenerbahce auf mich aufmerksam wurde. Aber Antalyaspor wollte das nicht. Als Fenerbahce Sportivdirektor mit mir reden wollte, haben die mich in der Kabine eingesperrt, damit ich keine Interviews mache und mit niemandem außerhalb von Antalyaspor rede. Und dort ist mir dann etwas klar geworden. Ich habe dann realisiert, irgendwelche Spielchen werden gespielt hinter meinem Rücken und ich verstehe nicht was. Bis ich dann jemanden getroffen habe, der mir alles erklärt hat. Und mir gesagt, Cem, diese Leute haben dich in die dritte Liga einen Vertrag unterschreiben lassen, damit sie deine Ablöse in der Hand haben und dich zu Antalyaspor gebracht, dass dich Antalyaspor dann irgendwann abkauft und dieses Geld dann unter denen geteilt wird. Als ich das gehört habe, ich konnte es einfach nicht mehr fassen. Ich dachte mir einfach, diese Leute, wo ich Bruder gesagt habe, Abel gesagt habe, haben mich komplett verarscht und mich auch noch so dumm dargestellt, als wäre ich derjenige, der das Problem hatte und nicht diszipliniert genug gewesen oder sonst was. Ich war nur ein kleiner Junge. Und ja, ich habe auch meine Fehler gemacht, 100%. Mein Fehler war, dass ich diesen Leuten vertraut habe. Das war mein größter Fehler. Ich war einfach nur ein Kind. Scheiß drauf, Alter. Und so nahm ich direkt den Flieger wieder zurück nach Hause, nach Darmstadt, in meine Heimatstadt, um wieder zu Hause anzukommen. Aber ich habe direkt realisiert, dass ich alles verloren habe. Ich habe keinen Vertrag mehr gehabt, ich war kein Fußballer mehr, ich habe kein Geld gehabt, keine Karriere, keine Perspektive, keine Möglichkeiten. Und die Liebe zum Fußball, die hatte ich noch, aber irgendwie die Liebe zum Fußballgeschäft als Profi, die habe ich komplett verloren. Ich habe sogar einen Hass entwickelt. Und genau da ist Dunja entstanden, 2016. Diese Wut in mir, ich war kein YouTuber, ich kannte gar nicht das Format, dass man seine Geschichte erzählt. Ich kam einfach nach Hause und habe mir selbst geschworen, ich werde meine Geschichte erzählen, weil ich einfach so viel Schmerz verspürt habe und mich einfach hintergangen gefühlt habe, dass ich gesagt habe, es reicht jetzt langsam. Ich werde jedem zeigen, dass ich der Beste bin und auch diesen Schmerz in Kraft verwandeln. So entstand Turn Pain into Power. So entstand Dunja 2016. Das ist meine Geschichte. Angekommen am schlimmsten Punkt meines Lebens habe ich aber meine besten Freunde kennengelernt. Und das war etwas sehr, sehr Besonderes für mich, weil zum ersten Mal hatte ich ein normales Leben. Freunde, eine Freundin, ganz normale Arbeit, wie zum Beispiel Reinigungsfirma. Ich musste dann wirklich bei meiner Tante im Reinigungsfirma arbeiten und mir so ein bisschen Geld dabei verdienen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und da habe ich eine kleine Anekdote, die mich extrem getroffen hat. Und ich kann auch diesen Moment überhaupt gar nicht mehr vergessen, weil ihr müsst euch vorstellen, die Reinigungsfirma, in der ich gearbeitet habe, da waren sehr viele Türken. Und morgens um 6 gehe ich auf die Arbeit, habe meine Uniform angezogen, gehe dahin mit einem Kaffee in der Hand. Auf einmal sagt der Typ, warst du nicht gestern im Fernsehen gegen Fenerbahce? So macht er und guckt einfach nach vorne. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Das hat mich so getriggert. Und da kam dieser komplette Eye of the Tiger Musik in meinem Herzen. Ich dachte mir, genau dir, ich habe keine Ahnung, wer das war, werde ich es zeigen, ich werde wieder Profi werden. Und ihr wisst, diese Revanche-Sache, dieses ich werde euch es zeigen, das war schon da in Bochum. Das heißt, ich konnte das gut. Und deswegen habe ich mir das zu Herzen genommen. Und ich hatte ja etwas Neues, eine neue Energie. Freunde, eine Freundin und auch, dass ich die Nachricht erhielt, dass ich Vater werde. Mila entstand durch pure Liebe.
Und das kann man sehen und spüren, weil es einfach im perfekten Moment dazu kam, dass ich Papa wurde. Jung, aber perfektes Timing. Zu meinen Freunden kann ich wirklich sagen, dass ich hätte mir es gar nicht besser vorstellen können, meine wahren Freunde im Leben zu finden, weil davor war ich immer so der Einzelkämpfer, der die ganze Zeit versucht hat, eine Karriere aufzubauen in jungen Jahren. Und damals waren meine Freunde oder die engen Leute, die an meiner Seite waren, sei es ob Adam oder Fatih, die waren involviert, die haben das schon verstanden, aber nicht so ganz. Und ich habe das auch gemerkt und gespürt, auch bei meinem Cousin. Das war natürlich nicht normal, dass du mit 15, 16 auf einmal die ganze Zeit nur darüber redest, Profi zu werden, was aufzubauen und als Profi deiner Familie zu helfen. Und es war immer dieser Druck, wo als Kind man sich denkt, warum? Aber das war halt nun mal so, das war meine Realität. Und deswegen war es auch für mich super schwer, Freundschaften zu knüpfen. Und diesmal, als ich dann nicht mehr diesen Druck hatte, irgendwie jemand zu sein oder irgendwie was aufzubauen, da habe ich Leute kennengelernt, die mich einfach so gemocht haben, wie ich bin. Cemo. Einfach mein Humor, so wie ich bin. Und es war einfach sehr, sehr erfrischend, dieses Gefühl zu haben, dass man Freunde um sich herum hat, die einfach dich verstehen und dich genauso schätzen, wie du bist. Zu meinen Freunden, Santin und Raphael, kann ich sagen, was uns verbunden hat, war einfach diese Leidenschaft, Content zu kreieren. Zum ersten Mal hatte ich Leute, die mich auch verstehen, dass Content für mich etwas Besonderes ist. Davor wurde ich immer ausgelacht, ich wurde sogar gemobbt bei der Eintracht. Ich erinnere mich noch, dass da ein Spieler in der Kabine meinen SchülerVZ und Facebook-Account ausgedruckt hat und vor allen Leuten das gezeigt hat und der ganzen Mannschaft mich da bloß dargestellt hat, wo ich so in Wut ausgebrochen bin und ihn einfach eine verpasst habe. Ich erinnere mich noch ganz gut. Hat er verdient. War gut. Aber als ich dann diese Freundschaft realisiert habe, wie schön die ist, jemanden zu haben, Freunde zu haben, die sagen, ey, das ist cool, was du machst. Das ist richtig nice, wir machen das auch so. Weil ich kannte noch nicht Leute, die im Content-Bereich interessiert sind und diese Leidenschaft auch haben. Und bei mir war das halt so, ich war Fußballer und man hat jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie Content so feiere. Ja, das Licht, die Ästhetik, die Color Correction, all diese ganzen Sachen, die waren für mich super, super interessant. Und daraus entstand Freundschaft. Und eine Freundschaft, die für das ganze Leben hält. Ich muss natürlich dazu auch sagen, ich hatte einen Freund, mit dem ich auch sehr, sehr gut war und ich weiß, dass wir im Herzen immer noch gut sind. Aber so wie es nun mal ist, habe ich meine Fehler als Freund gemacht. Und er bestimmt auch. Und vielleicht war auch nur die Kommunikation das Problem. Aber Patrick war auch eine große Rolle in meinem Leben. Weil Patrick war derjenige, der mir den Kontakt zu Daniel hergestellt hat. Er war derjenige, der gesagt hat, ey Cem, du kannst das noch machen. Du kannst noch richtig gut trainieren und du hast es drauf. Wir haben unsere Highlights angeguckt von mir auf YouTube und hat gesagt, Cem, das ist unfassbar, du spielst wie Quaresma. Und er hat mir einfach diese neue Energie als Freund gegeben. Er wollte nichts von mir, aber er hat einfach mir dieses Gefühl gegeben, ey, du kannst das, du schaffst das. Und man braucht so Menschen um sich herum. Vor allem, wenn man am tiefsten Tief angelangt ist, dann erst recht. Und da ist auch eine Freundschaft entstanden, die vielleicht heute nicht so ist wie früher, aber wie gesagt, im Herzen noch verbunden ist. Weil Patrick hat mir auch geholfen, als wir wieder keinen Strom hatten zu Hause, weil ich habe nur in der Reinigungsfirma gearbeitet und ich hatte diese Geschichte, ja, noch einmal. Wir hatten einfach kein Licht zu Hause. Patrick hat mir geholfen. Das werde ich niemals vergessen. Durch Patrick habe ich auch Daniel kennengelernt. Meinen Spielerberater, der auch in dieser Geschichte eine extrem große Rolle spielt. So, jetzt hatte ich neue Energie und neue Hoffnung mit den neuen Menschen in meinem Leben, die mir extrem viel bedeutet haben. Das heißt, eine Sache ist mir wieder in den Kopf gekommen. Mein Vater hat immer gesagt, Oğlum, biz hiçbir zaman pes etmeyiz. Hiçbir zaman. Bunu hiç unutma. Sen vural filen olursun. Und deswegen gab es nur noch eine richtige Entscheidung, die ich treffen musste. Und zwar, dass ich mich wieder zurückkämpfe in den Profibereich als Fußballer. Das heißt, Plan gemacht, mit den Jungs zusammengesetzt. Patrick hat mich trainiert, Konzi und Ruff haben Content kreiert. Wir wollten Dunja the Movie aufnehmen, die Geschichte erzählen, weiterführend, es auch inspirieren lassen, andere Menschen mit dazu holen, die dann diese Geschichte als Inspiration auch sehen können, damit man sieht, okay, der war bei der Reinigungsfirma, war davor Profi und jetzt geht er nochmal in die erste Liga, weil er einfach Profi werden möchte und niemals aufgibt. Und das war der Plan. Und ich habe diesen Plan komplett durchgezogen. Jeden Tag trainiert, jeden Tag Personal Training gemacht, jeden Tag ins Gym gegangen, die ganze Zeit gehustelt, mein Essen, alles so organisiert und strukturisiert, als würde ich schon Profi sein. Weil wenn du Profi werden möchtest, musst du schon ein Profi sein. Und nicht erstmal abwarten, dass du unterschrieben hast. So funktioniert es nicht.
So geht es nicht. Es ist sehr, sehr schön, weil wir haben noch diese ganzen Szenen. Und ein Wort hat wirklich für mich in meinem Herzen resoniert, weil ich war in UK. Das heißt, ich habe Musik gehört aus England und Crapton Conan hat mich so inspiriert. Und ich habe viele Leute, viele Musiker, die mich inspirieren. Disaster, Bugsy Malone, Contra K und Crapton Conan mit diesem einen Lied. It's crazy in the dunya. It's crazy in the dunya. It's crazy in the dunya. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, was ich natürlich am besten konnte. Hard work. Hard work, patience, always. Das war das, was mich ausgezeichnet hat. Dass ich mich immer wieder zurückkämpfe. Das ist das, was in mir war. Und deswegen musste ich aber auch wieder etwas haben, was mich inspiriert. Und dadurch, dass ich diese kreative Ader habe und ganz genau weiß, dass mein Content mich inspiriert, genauso inspiriert mich aber auch meine Musik und vor allem von Contra K. Erfolg ist kein Glück. Man könnte es eigentlich, glaube ich, nicht besser sagen. Es ist kein Glück. Du musst dafür brennen. Du musst dafür kämpfen. Blut, Schweiß und Tränen und harte Arbeit. Kennt ihr diese Wörter? Ich schon, weil die sind hier drinnen reingebrannt. Und so habe ich auch trainiert. Als würde es wirklich kein Morgen mehr geben. Ich habe alles, alles rausgeholt, was in mir war. Auch wenn ich in dieser Zeit vereinslos zu Hause war, habe ich, wie gesagt, trainiert wie ein Profi. Und der Kontakt zu Daniel war ja da. Das heißt, ich musste ihn erstmal überzeugen. Ich musste ihm zeigen, dass ich es noch drauf habe und dass ich aus einem bestimmten Grund vereinslos bin. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich war im Opel Corsa, den wir noch gemietet hatten. Ich hatte so ein kleines Auto und ich habe den Pitch meines Lebens gemacht. Dass ich ausgestiegen bin aus dem Auto und ich habe einfach Kreislaufprobleme gehabt. Ich bin einfach umgefallen. Bis ich dann irgendwann aufgestanden bin und gesagt habe, ja, ich habe diesen einen Treffen mit Daniel. Und so entstand auch eine sehr schöne Freundschaft am Vogue. Das war unsere erste Begegnung, wo wir uns getroffen haben und Daniel gesagt hat, Junge, du hast noch was in dir und du bist extrem talentiert. Ich kenne niemanden hier im Umkreis von Darmstadt, der noch besser ist als du, vor allem mit deinen dynamischen Dribblings und deinem Talent und deiner Technik. Jetzt war ich in Finnland und in Finnland war es perfekt, weil ich war jetzt wieder Profi. Ich hatte meine Wohnung, ich hatte wieder Halt, Geld war da, ich war in einem guten Environment, in einer Atmosphäre, wo ich wirklich mich nur noch auf Fußball konzentrieren konnte. Unser Torwart Agüero, der auch einer meiner besten Freunde war, der war bei Real Madrid und hat mit Casillas, David Beckham, Ronaldo, Figo, Zidane zusammengespielt. Und wenn er schon sagt, Jem, you have a lot of talent and potential, you have to understand football. Und ich war halt noch jung und ich musste noch einiges lernen, aber das war der richtige Schritt nach Rovaniemi. Ich war in der ersten Weltkaufsliga bei einem sehr, sehr guten Verein und konnte mich dort richtig zeigen. Und der Trainer hat mir die Chance auch ermöglicht. 10 Minuten, 20 Minuten, 30, 60, 70, bis ich dann 80 Minuten gegen HJK Helsinki, einem Champions League Verein, meine beste Performance abgeliefert habe. Ich war wieder da. Wer hätte das gedacht? Und dann aber, das wäre ja sonst nicht Dunja gewesen, kam wieder dieser große Fall. Nach dem Spiel hatten wir eine Recovery-Einheit, eine Trainingseinheit, die wirklich ganz, ganz entspannt und locker war. Und dadurch, dass ich ja 80 Minuten gespielt habe, war es wirklich sehr entspannt. Wir haben einfach nur mit den Torhütern und mit Sakari Tukianen, einer meiner besten Kumpels auch in Rovaniemi, haben wir einfach aufs Tor geschossen. Wir haben Elfmeter geschossen und irgendwie wurde mir schwindelig. Ich erinnere mich nur noch daran und bin dann umgefallen. Und danach wurde es klar, dass ich ein Herzproblem habe. Ich wach auf und wusste gar nicht, wo ich bin und habe richtig gemerkt, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ich habe so nach links geguckt, nach rechts. Mein Kapitän war da, der Torwart war da, die ganzen Spieler sind auf einmal gekommen und ich habe schon so eine Ahnung gehabt, weil ich hatte ja schon Herzprobleme, das kam ja immer wieder. Aber dann ist es mir wirklich klar geworden, was passiert ist. Ich war in der Kabine und dort wurde direkt ein EKG durchgeführt für mein Herzen. Und es kam raus, dass ich ein Herzproblem habe. Und dieses Herzproblem war so schlimm, dass sie mir eine Spritze verpassen mussten, was einen Schock sozusagen dem Herz gibt, damit er wieder in seinen Rhythmus reinkommt. Und es hat aber nicht so ganz geklappt. Und später, als ich dann im Krankenhaus war, kam die Entscheidung, dass ich unbedingt so schnell wie möglich operiert werden musste. Doch als der Arzt das mitbekommen hat, meinte er auch direkt, Jem, du wirst niemals hier so schnell eine Operation durchführen können für dein Herz. Und dann musste ich entscheiden, was kann ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier warten? Die Saison geht gerade, ich bin wieder perfekt im Rhythmus und es ist einfach wieder so ein Bruch. Aber ich musste das natürlich machen. Dann habe ich mit dem Trainer geredet und habe ihm gesagt, Trainer, ich würde nochmal zurück nach Frankfurt und würde dort
meine OP machen und so schnell wie möglich zurückkommen, weil der Arzt mir dann auch gesagt hat, dass ich danach noch fitter sein werde als davor, weil der Arzt meinte zu mir in Frankfurt, Cem, mit diesem Herz auf so einem Leistungsniveau oben zu spielen, bei so einem Tempo, mit so einem Puls die ganze Zeit, das wäre gar nicht möglich, wenn du nicht einfach im Kopf als Kind das akzeptiert hast. Und das war auch der Fall. Irgendwann, ich habe euch erzählt, wo ich nicht mehr so richtig joggen konnte bei Eintracht und bei VfL Bochum, diese ganzen Joggeinheiten immer so ein bisschen, ja, versucht habe zu umgehen, habe ich im Kopf dann irgendwann, das hat bei mir Klick gemacht, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, mein Vater, keiner glaubt mir irgendwie, dass ich Herzprobleme habe, die denken, ich bin einfach, ja, lazy und mag es einfach nicht zu laufen. Gut, dann tue ich einfach so, als hätte ich keine Probleme im Herzen und habe einfach so hart trainiert, dass der Arzt dann halt auch gemeint hat, dein Herz war so fit, abgesehen von diesem einen kleinen Herzfehler, dass er das standhalten konnte, diesen Druck und diesen Stress. Und das hat mich vielleicht auch dort gerettet, dass ich ein Kämpfer war von Tag 1. Und als ich dann die OP hatte, ging es mir aber auch extrem gut danach. Auf einmal konnte ich atmen, ich hatte neue Luft, neue Energie und ich hatte so viel Freude, weil ich wusste, jetzt nehme ich ja wirklich alles auseinander. Also jetzt bin ich in der ersten Liga, habe einen Vertrag, bin safe, habe eine Wohnung, bin Profi, habe gezeigt, dass ich was drauf habe, habe gegen HJK Helsinki überragend gespielt und jetzt fahre ich zurück und mache weiter mit einem neuen Herz. Das ist perfekt, habe ich gedacht. Ich wusste nicht, dass die meine Klamotten wegschmeißen und meinen Vertrag kündigen, weil die das zu riskant fanden, mich noch in ihrem Kader zu haben, Rovaniemi. Und dann stand ich wieder da. Mila ist auf die Welt gekommen. Kein Profi mehr, Herz-OP gemacht, ganzen Kosten gehabt, meine Sachen sind weg. Was jetzt? Sag du mir. Du hörst gerade dieser Geschichte so, was soll ich machen? Wieder so ein Punkt. Wieder kämpfen um den Comeback. Aber diesmal ging es ja nicht mehr um mich, weil ich glaube, sonst hätte ich keine Lust mehr. Aber ich wusste, ich habe Mila. Ich muss was machen. Ich muss wieder zurück und Fußball spielen. Auch wenn es nur ein kleiner Herzfehler war, war es trotzdem lebensbedrohlich. Ich könnte auch sterben. Und der Arzt hat gemeint, wenn du noch weitergemacht hättest, wärst du vielleicht umgefallen und dein Herz hätte nicht mehr geschlagen. Du wärst nicht mehr auf dieser Welt. Und dann wusste ich gar nicht, was vorne und hinten ist. Aber ich war halt nur mal ein Kämpfer. Das hätte mich niemals stoppen können. Niemals. So, die nächste Option war natürlich, direkt den Daniel anzurufen. Und auch wenn Daniel ein guter Berater ist und auch dort war, konnte er mir einfach keinen Verein organisieren, weil ich die Herz-OP hatte und keiner so richtig Interesse daran hatte. Also ich hatte keine Top-Clubs-Angebote aus dem Ausland. In Deutschland war keiner interessiert und jetzt stand ich einfach da. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und da habe ich echt verzweifelt. Und dort entstand auch so ein bisschen die Reiberei zwischen Daniel und mir. Auch von meiner Seite aus, weil ich gesagt habe, hey, ich brauche das, ich muss jetzt was machen. Und es ging aber halt nicht. Also keiner war interessiert daran. Aber es ging weiter, deswegen musste ich eine Lösung finden. Ich kann nicht eine Opferrolle annehmen. Ich muss eine Lösung finden. Deswegen wieder an meinen Vater gedacht, habe gedacht, okay, ich muss mir ein Team gründen. Dann habe ich den Marco kennengelernt. Marco Schulz, noch ein Personal Trainer von mir. Und mit ihm habe ich wieder diese neue Euphorie und neue Energie gespürt, weil dort war ich dann immer noch in-game. Ich habe gezeigt, was ich konnte, ich wurde immer besser und ich wusste, wenn ich Einzeltraining mache, weil die Situation war nun mal eben nicht gut. Ich war nicht mehr im Mannschaftsverein und Mannschaftssport tätig und konnte nur das Bestmögliche rausholen, was ich machen kann in diesem Moment. Das heißt, bis zur Rückrunde oder beziehungsweise bis zum Winter, wo ich dann wieder wechseln kann, dass ich bis dort mich so vorbereite, dass ich komplett überzeuge, wenn diese Chance kommt. Und das als Fußballer ist genau das, was einen unfassbar umbringen kann innerlich. Dieses Hoffen. Das Gefühl, vielleicht kommt da was, vielleicht auch nicht. Du weißt es nicht, aber du musst trainieren. Du hast nicht dieses eine Ziel. Du weißt, es kann dazu kommen, aber vielleicht auch nicht. Und so habe ich mein neues Management kennengelernt aus Berlin. Ich wusste aber nicht, dass die nicht so richtig im Fußballgame drin waren, sondern eher im Management, in der Musikbranche waren. Und die haben mich so ein bisschen auch gelockt, weil, ich habe es erzählt, Contra K, jemand, der mich extrem inspiriert, immer noch, bis heute. Und die haben mir halt damals erzählt, was auch so war,
dass Contra K auch bei denen war und mit denen zusammengearbeitet hatte, sich auch aber von denen gelöst hat. Aber damit haben die mich gelockt. Die hatten dann Pullis von Contra K, die hatten Musikboxen von Contra K, die ich dann geschenkt bekommen habe. Und ich habe dann realisiert, ah cool, die haben wirklich Kontakte und die sind auch neu im Game, aber trotzdem mit mir können die ja was machen und wir können etwas Großes schaffen hier in Deutschland. Und es war einfach erfrischend zu sehen, dass so Leute wieder an mich geglaubt haben und ich hatte halt nun mal diese Naivität immer noch in mir. Immer. Ich dachte, ja, das sind wie große Brüder für mich und die werden auf mich aufpassen und wir werden gemeinsam an einem Strang ziehen und wir werden was Großes erreichen. Aber letztendlich, lass uns nicht um den heißen Brei reden. Die haben sich einfach gedacht, oh, okay, der war Profi, wir haben jetzt noch nicht so die Top-Spieler und mit ihm können wir vielleicht so diesen ersten Durchbruch machen, da gucken wir, was wir machen können. Ist ja nicht schlimm, alles gut. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. So ist es halt nun mal, es ist ein Business. Das Leben kann auch nur Kooperation sein. Freundschaft, Intimität, Kooperation, Heilung und das Leben ist halt nun mal eine Verführung. Und da haben die mich halt damit verführt. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich meine Denkweise zum Profifußball ein bisschen umdenken musste und ein bisschen anders da denken musste. Warum? Weil ich war jetzt Vater, Familienvater und musste einen Weg finden, dass ich Fußball spiele, aber trotzdem irgendwie für Mila da sein kann. Und da gab es keine andere Option, außer dass ich in Deutschland vielleicht ein bisschen niedriger anfange und in der Regionalliga anknüpfe und dort mich beweise, damit ich von dort wieder in die dritte oder zweite Liga komme. Was für Optionen hatte ich mit meinem neuen Management? Und zwar BFC in der Regionalliga in Berlin. Ich bin dort hingegangen, eine Woche lang. Und es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Mit dem Max zusammen, einer der Berater. Er war richtig cool. Also mit ihm war ich wirklich super, super cool. Und er war auch wirklich wie so ein Bruder für mich. Und wir waren dann halt dort und ich erinnere mich noch, als ich im Training, im Probetraining, direkt in der ersten Aktion, wir haben 6 gegen 6 gespielt, der Ball kommt zu mir, ich drehe auf, schieße von 20 Metern in den Winkel rein und ich sehe nur mit meinem Augenwinkel, wie Max ja, so macht und weiß, okay, das ist gut, das brauchen wir. Aber warum auch immer, auch wenn die Woche extrem gut war, hat der Trainer gesagt, Cem, ich weiß nicht, ob ich dich nehmen kann und wer sind diese Berater und so, so kam der mir dann an und ich habe mir gedacht, warum? Und der zweite Grund war, er hat gesagt, wir gehen jetzt in die Rückrundephase, wir sind momentan sehr, sehr gut aufgestellt, wir haben unsere Stammspieler und du bist schon so gut, dass du eigentlich 90 Minuten spielen müsstest. Und hier wird es halt super schwierig sein, dass du deinen Platz findest. Vielleicht wirst du es finden, aber die Jungs sind momentan wirklich gut dabei, machen unsere Punkte, wir holen sie. Es wird schwierig für dich. Auf den letzten Drücker, ein anderer Berater in diesem Management hat es organisiert, dass ich zu TSV Steinbach gehen konnte, zum Probetraining. Und dort habe ich abgerissen. Ich habe genau gezeigt, warum ich hier auch in Deutschland Fuß fassen kann und ich als Cem Felek, dieser eine kleine, große Star, was auch immer, damals, dass da wirklich was dahinter gesteckt hat. Das heißt, ich habe gegen FC Köln im Probespiel mit meinen dynamischen Dribblings auf mich aufmerksam gemacht, mit meinem Tor gegen einen anderen Verein auf dem Kunstrasen im Probespiel und da war es glasklar, dass ich auf jeden Fall einen Halbjahresvertrag bei TSV Steinbach unterschreiben werde. Klar, das war gut, aber es war wieder von der Konstellation, wie das alles aufgebaut wurde, überhaupt nicht gut. Es hat schon angefangen mit, dass die Spieler mich fast schon ausgelacht haben, warum ich nicht im Hotel bleibe und irgendwie bei irgendwelchen Spielern unterkommen muss. Hat mein Management kein Geld oder was? Und allein so Kleinigkeiten. Deswegen erzähle ich Dunja. Leute, es ist, ich weiß ganz genau, jeder, der in dieser Geschichte war, wird sich auch diese Geschichte anhören. Das war ein Fehler. Warum tust du mich zwischen irgendwelchen Spielern da rein, wenn du mir einfach ein Hotelzimmer bieten kannst, damit ich dort unterkomme, dass man dieses Standing, weil es geht um Marketing. Du kannst nicht ein Spieler sein, der in der ersten Liga gespielt hat und dann für ein paar tausend Euro einen Vertrag unterschreiben, wo dich der Verein und die Spieler nicht ernst nehmen, weil sie sich denken, naja gut, der Berater, gut, der hat jetzt nicht so viel Gas gegeben für den Spieler, hat so das Minimum rausgeholt. Gott weiß, was hinter den Türen passiert ist, aber so ist es halt nun mal. Woher ich das alles weiß? Weil meine Spieler und meine Mannschaftskameraden mir das auch offen in mein Gesicht gesagt haben. Cem, wir verdienen so viel Geld. Was ist das, was du da hast? Das ist nichts. Da nimmt dich doch keiner ernst hier in Deutschland. Das und das, vor allem in der Regionalliga. Und das war ein großer Faktor. Des Weiteren kam es auch noch dazu, ich war ja noch jung. Das heißt, ich wollte nicht in der Regio bleiben, sondern ich wollte weiter, ich wollte höher. Und es war immer so, in der Anfangszeit war alles all goody-goody und ich habe gezeigt, was ich drauf habe. Ich habe in den 5 Spielen, Probespielen extrem auseinandergenommen, habe 5 Tore geschossen und ich wusste, ich werde hier auf jeden Fall spielen. Also es ist gar keine Rede wert. Ich kam dann rein
1-2 Mal, hatte ein paar Einsätze. Hab dann aber irgendwie gemerkt, ich finde keinen Draht und keinen Anschluss zu den Spielern. Weil die waren ein bisschen älter, ja, eine ältere Generation. Die waren alle schon so zusammen und ich habe irgendwie nicht dazu gepasst. Ja, die waren so in so Gruppen aufgeteilt. Und irgendwie, ich habe immer diese Blicke gespürt und habe immer gemerkt, ja, die feiern mich ja gar nicht. Wenn man mich jetzt fragt, ich hätte dieses Spiel mit denen gespielt. Ich würde einfach mitspielen. Wenn die nicht nett zu mir sind, noch netter sein. Wenn die mich nicht mehr mögen, noch netter sein. Weil, was da passiert ist, beim zweiten oder dritten Training, natürlich der Protagonist, der damals da war, jetzt kommt ein anderer Protagonist, der auch technisch begabt ist. Was ein Zufall, dass immer wieder da Reibereien herrscht. Der mich dann angelaufen hat, Kopf an Kopf gegangen ist, ich ihn dann weggeschubst habe, aber ich konnte natürlich nichts machen. Und da dann Leute dazwischen kamen und der Trainer auch gemeint hat, ey Cem, pass auf, er ist halt sehr, sehr ein bisschen so in seinem Kopf und du musst dich ein bisschen unterordnen und die fühlen sich so ein bisschen, ja, gereizt von dir, von deiner Spielart und alles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen dich nicht so ganz akzeptieren. Und da hatte ich das Gespräch mit dem Trainer, wo ich gesagt habe, ich habe nichts Böses im Herzen, das ist mein Spielstil. Ich hätte schon von Anfang an irgendwie bei Barca oder so, sonst was sein sollen, ist aber nicht so. Ich möchte einfach für mein Team das Beste rausholen, indem ich so spielen darf, wie ich spielen möchte. Nicht so, wie man es von mir möchte oder dass man mich ändern will. Weil das, was ich mache, funktioniert ja, das haben wir dann auch gesehen. Aber dort, die Mannschaft wollte einfach nicht. Und der Trainer hat dann irgendwann entschieden, Ende des Jahres, gesagt, Cem, auch wenn ich wirklich dir gestehen muss, dass du einer der, ja, Top 5 bist, die ich kennengelernt habe, die technisch so überragend sind und diese dynamischen Dribblings so drauf haben, kann ich dir keinen Vertrag anbieten, weil die Mannschaft dich nicht möchte. Die will dich einfach nicht. Und dann haben wir darüber gesprochen, was noch passiert ist. Und zwar ein Spieler von meiner Mannschaft dachte, er müsste den großen Mann spielen und hat mir die Beine regelrecht weggefegt, was wirklich zu einer wirklich Horrorverletzung führen könnte. Nur weil ich ihn im Training getunnelt habe, habe zwei Leute ausgetrickst und habe den perfekt reingewippt. Und ich war im Training wirklich überragend. Überragend. Und es hat denen nicht gepasst. Dann höre ich, als ich geduscht habe, weil ich so verletzt war, dass ich noch später die ganze Zeit in der Kabine war, im Raum nebenan vom Trainer und von ihm das Gespräch, wo er sagt, aber Trainer, ich muss ihm doch zeigen, das geht hier so nicht. Er ist jünger und er kann nicht einfach uns tunneln und sonst was. Und der Trainer sagt zu ihm, du bist nicht in der Position, ihm das zu zeigen. Was wäre, wenn er verletzt wäre? Und dann kam er rein, er weiß ganz genau, wer es ist, in die Kabine, hat sich bei mir entschuldigt, hat gesagt, tut mir leid. Dann habe ich ihm nur das gesagt. Stell dir vor, du hättest mich so verletzt, dass ich nicht mehr Fußball spielen könnte, im Training, wo man richtig gemerkt hat, das war dein Ego, der das gemacht hat. Nicht, weil du gedacht hast, oh, dem muss ich jetzt was zeigen, sondern du warst einfach nur von deinem Ego gekränkt. Und das ist ja das, was in unserer Gesellschaft das Problem ist. Man denkt immer, man muss sich schützen vor irgendwas, was auch immer. Dann habe ich ihm gesagt, wegen dir hätte ich nicht mehr die Möglichkeit, auf meine Tochter aufzupassen. Für sie ein Leben zu haben, damit ich Geld verdienen kann mit dem, was ich hier habe. Weil ich habe ja keinen Schulabschluss. Ich habe Fußball an vorderster Front getan und habe alles andere beseitigt. Damals schon, als ich 16 war. Ich hatte keinen Schulabschluss. Für mich war es klar, meine Lehrerin hat zu mir gesagt, Cem, weißt du was, hör auf mit der Schule. Du bist wirklich mit deinem Kopf beim Fußball, mach dein Ding. Und dann kommst du mir angetanzt und im Training und hackst mir einfach die Beine weg. Gehört es zum Fußball zu? Ja, natürlich. Vom Gegner, nicht vom Mitspieler. Und so war die Geschichte auch bei TSV Steinbach zu Ende. Und ich stand wieder da, kein Vertrag, kein Geld in der Tasche, weil ich nicht so viel verdient habe und war wieder da mit meiner Tochter und mit ihrer Mutter und musste irgendwas wieder machen. Irgendwas. Cem, bist du jetzt etwas Besseres? Das denkt ihr euch bestimmt jetzt beim Zuhören. Barcelona, du sollst lieber da sein, jetzt bist du in der Regio. Nein, ich bin nicht etwas Besseres. Aber ich habe auf die harte Tour gelernt, dass auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft, in der wir leben, diese Formen, ja, und diese Ligen, vor allem im Fußballbereich, aus einem bestimmten Grund es gibt. Profis sind nicht nur in der ersten Liga, weil die gut Fußball spielen können. Und Spieler sind nicht Amateur und irgendwie in unteren Klassen, weil sie nicht so gut sind. 90% ist deren ihrer Charakter. Ich sage nicht, jeder ist ein schlechter Charakter. Aber man sieht auf jeden Fall, dass einige nicht verstanden haben, Mensch zu sein. Und deswegen meine ich das. Ich meine nicht, weil ich besser bin als jemand anderes, dass ich bei Barca sein sollte, sondern weil ich ja schon so sensibel war und unfassbar diesen Hype hatte, wo ich
extrem eine Angriffsfläche hatte für Spieler, die eine Eifersucht oder irgendwie so eine Emotion entwickeln konnten gegenüber mir, dass es einfach nur Sinn gemacht hätte, so wie zum Beispiel bei einem Lionel Messi oder Spieler, die halt einfach eine besondere Qualität mitbringen, wo man es von Tag 1 sieht, dass man die wirklich schützt und nur in diesem Rahmen hält, dass sie dort ankommen, wo die ankommen können, damit die sich nicht damit befassen müssen und zwischen diesen Hyänen fast schon aufgegessen werden. Weil es war dann einfach so. Und das ist die Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Was war mein Fehler bei Steinbach? Ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn die mich nicht akzeptieren, dann habe ich meine Disziplin verloren. Ich bin dann zu spät gekommen ins Training. Ich hatte keine Lust, die Jungs zu sehen. Ich war nicht mehr so offen, ich konnte nicht mit denen reden, habe mich wieder nur auf ein oder zwei fokussiert und war mit denen sehr gut und der Rest war nicht, weil ich gemerkt habe, die connecten nicht mit mir, dann will ich auch nicht connecten. Jetzt bin ich ein gestandener Mann, ich bin Familienvater. Ich weiß das jetzt, ich würde sagen, wenn ich das sehen würde, weil das ist für mich kindisch. Wenn du 35 bist und jemanden so fertig machen musst, dann bist du für mich ein Kind. So, Punkt. Dann hätte ich das jetzt mit diesem Gedanken gemacht, dann würde ich sagen, oh, alles gut, kein Problem. Du musst noch einiges lernen, kein Problem, ich habe Verständnis, wir kriegen das schon hin und würde versuchen, mit Respekt, mit Ehrlichkeit, mit Offenheit, das anzugehen, Mann zu Mann, das zu besprechen. Aber damals war ich halt noch jünger und diese ganzen Sachen, die passiert sind, haben halt auch dazu geführt, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen wollte, mit diesen Konfrontationen. Ich wollte das einfach nicht, weil ich war immer in diesem Peak in meinem Kopf, dass ich kurz vorm Platzen bin und kurz vorm Ausrasten bin, warum es nicht einfach mal klappt, ohne dass irgendwas dazwischen kommt in meine Fußballkarriere. Weil ich will doch nur Fußball spielen. Das ist doch nur das Einzige, was ich machen möchte. Ich will niemandem was Böses. Ich will nur kicken. Ich will einfach spielen. Wenn ein Messi tanzt und zwischen vier Leuten dribbelt, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn du jemand bist, und das habe ich von meinem Vater gelernt, der ganz oben war und ganz, ganz tief gefallen ist, dem musst du auf jeden Fall trauern, weil der wird aufgegessen. Und das ist auch passiert dann in meiner Zukunft. Ich habe mich von meinem neuen Management getrennt, habe extrem geweint. Ich hatte noch so eine A-Klasse, einen Mercedes, habe so geweint und ich konnte nicht mehr. Wirklich, ich hatte so eine Wut in mir und musste aber irgendwas machen. Weil wie gesagt, meine Tochter ist da, Mel ist da, irgendwas muss passieren. Und ich habe mich bei Daniel gemeldet. Wir haben nochmal telefoniert. Wir haben uns ausgesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass es auch von mir ein Fehler war und dass ich einfach Druck hatte, als Papa, dass ich unbedingt einen Vertrag brauchte und ich mich einfach ja, alleine gefühlt habe und dass er mich einfach so ein bisschen im Stich gelassen hat. Ich hatte das Gefühl, dass er sich nicht mehr so ganz kümmert, weil es nicht mehr so einfach ist, einen Vertrag zu finden für mich. Aber Daniel ist auf die Suche gegangen und auch wenn es schwierig war, weil ich nicht so viel gespielt habe und für diejenigen, die im Fußball sind, es ist wichtig, dass ihr spielt, sonst ist es super schwierig, irgendwo einen Verein zu finden oder die zu überzeugen. Aber ich hatte ja schon sehr, sehr viel Material. Das heißt, ich hatte schon ein gewisses Standing. Und es war immer so, okay, der hat noch nicht den Durchbruch, aber er hat auf jeden Fall was. Und jetzt sein jetziger Stand ist ja auch Top-Niveau. Er kann kicken, er ist topfit, Körper ist da, alles ist da, Spielverständnis ist da. Lass uns ihn einfach mal anschauen im Probetraining. Und so kam es dazu, dass der FC Levadia aus Tallinn, erste Liga in Estland, mir eine Einladung geschickt hat. Ich erinnere mich noch so gut daran. Wir waren auf einer Grillparty von Melodies Familie, Mina in meinem Arm, die ganze Familie, Onkel, Tante, Oma, Opa und der Bruder von Mel hat zu mir gesagt, Cem, was machst du, wenn du es nicht schaffst? Und da war so eine kurze Stille. Ich habe gesagt, sowas gibt's nicht. Ich gehe dahin und unterschreibe den Vertrag. Punkt. Und dazu kam es auch. Ich habe überzeugt, war auf einmal im Paradies. Ich bin im Paradies gelandet. Levadia-Zeit war für mich Paradies. Levadia war, wo Gott gesagt hat, okay, dieser Junge hat das verdient, er hat sehr hart gearbeitet, sehr hart gestruggelt, hier bitteschön. Es war ein Geschenk Gottes. Weil wenn Chaos für mich Geschenk Gottes ist, dann ist auch Good Times Geschenk Gottes. Und es war wirklich Good Times, weil ich bin dort angekommen, Sonne schien, erste Liga, Aleksandar Rogic, WM, Nationalmannschaftstrainer von Serbien, ist mein Trainer, ein Mentor, der mich wirklich gepusht hat, der alles aus mir rausgeholt hat, der mir so viel beigebracht hat, dass es ja nicht in Worte zu fassen. Der hat mir direkt eine Sache mitgegeben. Zweites Training, Cem, hör auf, negativ zu sein. Ich verstehe, du willst dich zeigen, du bist gerade noch bei der Reservemannschaft, aber du kannst nicht sauer sein, da sind jüngere Spieler, hör auf, negativ zu sein. Wenn du hierher kommst, sei positiv.
sonst lasse ich dich wieder zurückfliegen. Das hat bei mir so geklatscht, weil er hat das so klar und deutlich gesagt. Und ich wusste, er will nur das Beste für mich. Ich habe mein Journalingbuch genommen, habe in meiner Wohnung dann gejournalt, habe gesagt, okay, das ist vorbei. Diese Version gibt es von mir nicht mehr. Ab morgen, ich habe Musik gehört, bin in den Bus eingestiegen, bin ins Trainingsgelände gefahren und habe gesagt, hier bin ich. Good vibes, auch wenn ich mich spiele, egal, kein Problem, nobody's made, I'm here for you. Ich habe gemerkt, ach, das ist Mannschaftsgefühl. Noch mehr. Es ging nicht mehr darum, ja, Cem muss spielen und ich muss beweisen und dieser Druck war dann weg. So, wir, Levadia, wir als Mannschaft, wir wollen was erreichen. Und dann habe ich meine Einsätze bekommen. Erster Einsatz, zweiter, erstes Tor, noch ein Tor. 90 Minuten gespielt, 2 Tore geschossen, Startelf. Dann war ich in der Mannschaft, 15 Spiele, 5 Tore und ich glaube, da kann ich nicht so viel erzählen, außer dass ihr euch einfach mal anschaut, was ich da gemacht habe und wie ich gezaubert habe. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Yeah. Ain't no errors. It's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, okay. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Okay. Me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission. Every enemy listening, get off my dick. I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches were soldiers are made. Okay. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Okay. Hey, let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Okay. Let's see how you do under pressure. Yeah. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Nach einer Top-Saison bei Levadia war es endlich soweit. Ich hatte die Kompetenz, ich hatte die technischen Fähigkeiten, das Spielverständnis, die Stärke, die Schnelligkeit, die Ruhe, die Stabilität und wirklich mal einen perfekten Karriereplan, um den nächsten Schritt zu machen, um den Finalschritt zu machen. Und den habe ich mit Daniel gemacht, zu einem der besten Mannschaften in Finnland in der ersten Liga. Champions League Qualifikationsverein Kups. Und das war perfekt, weil ich war schon in Finnland. Aber diesmal gehe ich dorthin mit einem ganz anderen Standing und einer ganz anderen Aura. Ich war jetzt Cem Felek, the Golden Boy. Und dann ging alles bergauf. Sonst wäre es nicht dunkel. Das war nicht der Fall.